Die Verspätung gehört so zur deutschen Bahn wie die Lederhose zum Oktoberfest. Ohne geht es nicht. Obwohl ich bin vor 2 Tagen in einem Zug gefahren, der pünktlich war. Ganz erstaunlich. Also tiefe Verbeugung für diesen Ausnahmefall. Aber die Bundesbahn will ja alles besser machen. Und sie hat einen, wie ich finde, eindrucksvollen Plan vorgelegt, nämlich für eine Taktung, eine neue Taktung des Fernverkehrs, vor allem des Fernverkehrs. Es soll jeder Stunde eine Verbindung geben, von überall nach überall. Also sagen wir Kiel-Ulm jede Stunde, Dresden-Aachen auch jede Stunde. Und wer dann in Goslar oder wo umsteigen will, um in eine andere Richtung zu fahren, das kann er auch jede Stunde machen. Das heißt, glaube ich, der Deutschlandtakt oder der Deutschlandplan der Deutschen Bahn. Und der sollte in Kraft treten irgendwann Anfang der 30er Jahre. Und ich kann schon verstehen, dass sowas ein paar Jahre kostet, ein paar Jahre dauert, bis es ausgereift ist. Aber das ist noch nicht das Ende der Erzählung. Jetzt hat vor ein paar Tagen ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärt, man werde es nicht schaffen. Es würde so mehr oder weniger 2070 werden. Und das hat natürlich viele Vorteile, diese Verlegung, diese Verzögerung. Im Jahre 2070 wird niemand mehr am Leben sein, den man dafür verantwortlich machen könnte, wenn es dann auch nicht klappt. Also es gibt zu diesem Thema eine ziemlich irre Erklärung des Beauftragten der Bundesregierung für die Deutsche Bahn. Die haben einen Beauftragten, so wie die Integration Beauftragten hat und der Umzug nach Berlin von Bonn hat immer noch einen Beauftragten, obwohl der Umzug schon 20 Jahre, vor 20 Jahren stattgefunden hat. Es gibt über 45 verschiedene Beauftragte der Bundesregierung. Es ist sozusagen eine Art von Räterepublik. Wir haben das Kabinett, die Regierung und dann noch 45 Beauftragte des Bundes für allerlei. Und da gibt es auch den Beauftragten des Bundes für die Deutsche Bahn, von dessen Existenz ich erst seit kurzem weiß. Und er hat gesagt, ja, das ist eigentlich keine Verspätung. Aber bei der Realisierung so großer Projekte muss man sich schon Zeit nehmen. Und da könnten auch zwischendurch irgendwelche Hindernisse im Weg liegen, umgeknickte Bäume oder was auch immer. Und deswegen könnte es ein bisschen länger dauern. Man werde das Projekt im Jahre 2070 vollenden, aber es wird Zwischenetappen geben mit Zwischenzielen im Jahre 2030 und im Jahre 2050. Das ist eine wahnsinnige Dialektik, aber die ist in Deutschland einfach sozusagen ein Abbild der Realität. Unsere großartige Wohnungsbauministerin hat vor kurzem zugeben müssen, dass das Ziel, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, nicht erreicht werden kann. Aber die Wohnungsbauministerin sagte, das macht nichts. Wir werden das Ziel nicht erreichen, aber wir halten daran fest. Großartig. Es gibt natürlich in diesem ganzen Vorgang auch viel ungewollten Humor. Wenn jetzt der Deutschlandtakt von 2030 auf 2070 verlegt wird, macht das genau 40 Jahre. Klingelt bei Ihnen etwas? Also erstmal habe ich daran gedacht, die Israeliten sind ja 40 Jahre durch die Wüste gezogen, bevor sie im gelobten Land ankamen. Und wie das ausgegangen ist, sehen wir heute, nicht? Aber das Zweite, was mir dann einfiel, ist 40 Jahre, das war die Laufzeit der DDR. Also seit der Gründung bis zum Bankrott, vom Aufbau bis zum Zusammenbruch, 40 Jahre. Scheint doch irgendwie eine magische Zahl zu sein. Und wenn die Bundesbahn jetzt sagt, das Projekt werde sich verzögern, es könnte 40 Jahre dauern, dann ist das ein eindeutiger Hinweis, wie das Projekt enden wird, nämlich im Chaos.